Hi Leute, in einer der letzten Folgen habe ich ja bereits angekündigt, das Jahr 2012 ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr für C64. Und in den letzten Tagen des Jahres 2012 hat es dann tatsächlich noch ein Spiel geschafft, auf den Markt zu kommen. Retro Gamer CD hat Sub Hunter veröffentlicht. Okay, zugegeben, Sub Hunter ist eigentlich aus dem Jahre 2008 und wurde im Jahre 2008 bereits schon auf Diskette und Kassette released von Psytronic. Aber vor ein paar Tagen gab es endlich ein Release auf Cartridge. Ja, schauen wir mal kurz rein. Ein grandioses Spiel. So, in Sub Hunter muss man in jedem Level, also eigentlich in fast jedem Level, Taucher retten. Und im ersten Level ist das Spiel ein waschechtes Shoot'em'up. Grafisch ist das Spiel ziemlich aufwendig, denn sowohl die Wasseroberfläche als auch der Grund werden mit unterschiedlich schnell scrollenden Ebenen dargestellt. Und an einigen Stellen sieht man ziemlich vieles bereits gleichzeitig. Man merkt sofort, wenn eine 64 Kilobyte Cartridge verwendet wird, denn schon das zweite Level ist ein völlig anderes Spielprinzip. Naja gut, nicht völlig anders, es ist immer noch ein Shoot'em'up. Allerdings muss man sich jetzt an der oberen Wasserkante entlang bewegen und kann nur nach unten schießen und muss innerhalb einer vorgegebenen Zeit alle Fische kaputt schießen. Wenn man es nicht schafft, dann schafft es der Taucher nicht von links nach rechts und wird von einem der übrig gebliebenen Fische gefressen. Im dritten Level, ab dem es eine andere Hintergrundmusik gibt, muss man die Taucher einsammeln, indem man sie vom Meeresgrund einsammelt, ohne die Meeresbewohner zu berühren. Es wurden auch noch einige weitere Spielmechanismen und Bonusrunden eingebaut, aber die möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern. Jedenfalls wurden die 64 Kilobyte ziemlich vollgepackt und das gilt auch für den Sound und die Musik, die übrigens beide von Maniacs auf Noise stammen. Man kann nämlich statt der unheimlich guten Hintergrundmusik auch Soundeffekte genießen. Übrigens sehen die Unterwasserlandschaften nicht immer gleich aus, denn es wurden durchaus unterschiedliche Landschaften designt. Von all den Spielen, die ich bisher auf Cartridge gesehen habe, ist Sub Hunter mit Sicherheit eins der besten und umfangreichsten und sein Geld allemal wert. Ja, wie die vergangenen Releases wurde auch Sub Hunter in einer regulären Edition veröffentlicht und auch in einer Deluxe Edition. Die Deluxe Edition befindet sich wieder in einem Plastikcase und das Modul ist eingelassen in einem extra ausgeschnittenen Schaumstoffbett. Auch nicht schlecht ist übrigens folgendes, in der Anleitung wird angekündigt, dass es noch ein verstecktes Extra auf dem Modul gibt. Da bin ich ja mal gespannt, ich habe es noch nicht gefunden. Ja, also eine Folge ist ehrlich gesagt zu kurz, wenn ich nur ein Spiel vorstelle. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige noch zwei weitere, etwas ältere Spiele, die auch auf Cartridge veröffentlicht wurden. Ja, legen wir gleich mal los mit Fairy Well. Das ist das... der Gewinner einer Competition und das Spiel erinnert sehr, sehr stark an Cybernoid. Ja, schaut's euch mal kurz an. In Fairy Well gibt es drei Charaktere zur Auswahl, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Die unterschiedlichen Stärken und Schwächen beziehen sich auf die Fähigkeit des Fliegens, der Reichweite des Schusses und der Panzerung. Hier habe ich jetzt mal einen Charakter gewählt, der unheimlich gute Flugeigenschaften hat. Man muss nämlich niemals zwischenlanden, aber er kann dafür nicht so weit schießen. In den Labyrinthen, die mit jedem Spielstart neu generiert werden, muss man drei Diamanten finden. Hier unten rechts finde ich gerade einen dieser Diamanten und kann mit den gefundenen Schlüsseln Schatztruhen öffnen, bekommt Items oder Geld, mit dem man sich in den Shops irgendwas kaufen kann. So, dann nehme ich mal einen anderen Charakter, um euch mal die anderen Fähigkeiten zu zeigen. Dieser Charakter kann nicht so gut fliegen, das sieht man da unten an dem Balken, der nimmt während des Fliegens ab. Da muss man sich kurz absetzen, damit der Balken sich wieder auffrischen kann. Dafür kann dieser Charakter deutlich weiter schießen.
Ja, Fairy Well ist ja eins der älteren Releases und deswegen gibt es das leider nicht in der Deluxe Edition, also nicht in diesen Plastikboxen, sondern in den Standardboxen. Aber die sind trotzdem auch wunderschön. Das Design passt sehr gut zum Spiel und diese lila Farbe des Moduls passt auch wunderbar zum Gesamtdesign des Spiels. Ist auch sehr hochwertig gefertigt, also alles kein Problem, könnt ihr bedenkenlos kaufen. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Spielchen für euch und zwar Panic Analog. Das Spiel ist ausschließlich spielbar mit den sogenannten Paddle-Controllern. Ich habe die ja extra mal rausgesucht. Das sind diese Controller, die eigentlich für Atari-Geräte gedacht sind, aber die funktionieren auch wunderbar am C64. Ja, Panic Analog, ein schönes, spaßiges, arcadiges Spielchen. Schaut's euch mal kurz an. Ja, in diesem Spiel dürfen die Wassertropfen und die Feuerbälle niemals den Boden erreichen, sondern müssen alle von der Krabbe entweder gefressen oder mit der Fackel abgewehrt werden. Das Wechseln zwischen geöffnetem Mund und Fackel halten geschieht mit einem Druck auf den Feuerbutton und muss später natürlich durchaus viel, viel öfter gemacht werden. So, hier sieht man es schon, im zweiten Level geht es schon etwas schneller zur Sache. Ja, die Analogsteuerung mit den Analog-Pedals funktioniert super. Hier ist mal das sechste Level, da ist es noch ein bisschen fixer alles. Ja, das Spiel wurde echt gut programmiert, sehr solide das Ganze, ist nicht sehr umfangreich, muss ich zugeben. Das Besondere ist halt die Unterstützung der Analog-Pedals. Das Spiel bekommt man in einer von diesen typischen RGCD-Boxen mit einem sehr schön gezeichneten Cover. Auf der Rückseite gibt es ein bisschen Text und einen bunten Screenshot und die Platine befindet sich in einem transparenten roten Gehäuse, durch das wieder eine Leuchtdiode durchscheint, wenn man es einschaltet. Sehr solide gefertigt das Ganze. Ja, und weil ich die Paddle Controller mal wieder rausgesucht habe, habe ich mir gedacht, probierst du auch mal Space Lords aus? Das wurde ja auch vor einiger Zeit released. Ich habe es auch schon mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt und Space Lords unterstützt ja auch die Paddle Controller. Ja, habe ich mal kurz ausprobiert. Und jetzt könnt ihr sehen, wie es gelaufen ist. Ja, man kann das gesamte Spiel mit dem Paddle steuern. Sogar die Eingabe des eigenen Kürzels ist damit möglich. Oder das Navigieren innerhalb der Menüs kann man mit dem Paddle bewerkstelligen. Da unten links, wo jetzt der Pfeil blinkt, das ist übrigens die Burg, die ich gerade beschütze. Beziehungsweise das Ding, welches ich mit meinem Paddle gerade steuere. Ich habe es ja in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwo erwähnt, dass mir das Spiel viel mehr Spaß macht, als ich erwartet habe. Und mit dem Paddle macht es noch mehr Spaß. Also die Steuerung ist wirklich gut und sehr, sehr sauber. Gar nicht so schlecht. Ja, Sapanta war dann tatsächlich das letzte Spiel, welches 2012 für C64 herausgebracht wurde. Auf Cartridge zumindest, aber ich glaube auch nicht, dass auf anderen Datenträgern noch irgendwas kommt. Schließlich ist in ein paar Stunden Silvester. Ja, aber nächstes Jahr geht's weiter. Es wurden wieder ein paar Spiele angekündigt. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. Und wenn es soweit ist, dann werde ich eine neue Folge raushauen und euch informieren. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.